Hallo meine lieben Zuschauer, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir werden heute wieder was Schönes machen mit Yu-Gi-Oh! Wir werden Briefe öffnen. Briefe, die ich mir bestellt habe. Und ja, da sind Yu-Gi-Oh! Karten drin, vielleicht auch Rechnungen, aber hier sind heute Yu-Gi-Oh! Karten drin. Und die packen wir heute aus. Wir zeigen euch, was ich mir bestellt habe. Ja, wir machen ein kleines Opening, mal sehen, was wir hier so uns geholt haben und was man sich vielleicht gönnen kann, hin und wieder. Ja, wir packen das jetzt mal aus. Wir machen einen kleinen Cut, dass es halt ein bisschen schneller geht, dass wir diese hier auspacken, dass man halt auch nicht sieht, wo ich die bestellt habe, was da für Namen drauf sind. Die habe ich jetzt nicht alle durchgestrichen. Ja. Die werden wir ganz schnell aufmachen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, wir haben hier jetzt von 5 verschiedenen Händlern was bestellt. Und das werden wir jetzt mal öffnen, genau. So, wir haben hier ein Paket hier. Ein Paket, Brief, ja, was weiß ich, was das ist. Eine Hülle, wo dann halt mehrere Karten drin sind. So, was haben wir denn hier? Wir haben, ach, die muss ich alle umdrehen, so. Wir haben einmal den hier. Nummer 56, goldene Ratte. So, den haben wir bestellt. Z-T-I-N, nee, N, Z-T-I-N, D-E 013. So, dann haben wir noch den bestellt aus RGBT, D-E PP1 haben wir hier. Dann haben wir noch die DPCT. Dann haben wir hier noch aus der DPCT und PRC1, PCE1, PRC1, PRC1. Und ZTIN und eine zusätzliche Karte, die ich nochmal umsonst bekommen habe. So. So, jetzt machen wir das nächste auf. Das wird ein bisschen kompliziert hier. Aber warum machen die das immer so kompliziert? Die sollten hier eine Hülle reintun und dann ist gut. Nicht so ein tausendmal mit, wie nennt man das noch? Klebestreifen, Tesafilm, genau. So, dann gucken wir mal hier rein, was wir hier gezogen haben. So, weg damit. Eine Karte, die kostenlos wieder ist. So, was haben wir denn hier? Wir haben hier aus CT15. So, was haben wir hier bestellt? CT15, CT15. Oh, der sieht aber geil aus. Schlammdrache des Sumpfes. Wow, die sehen aber schön aus. Oh, was haben wir denn hier? Oh, geheimnisvoller Extra-Joker. Aha. CT15 kommt der und der kommt auch CT15. So. Und CT15, CT15. Die Maschine sieht gut aus. Wow, sehr schön. Schönes Exemplar. Oh, die auch. Mhm, ja, auch CT15, die auch CT15. So, weiter geht's. Ich sammle ja von jeder Serie. Ich bin ja ein Seriensammler, nicht so ein Raritätenjäger. Ich habe mir das selber zusammengestellt. Es gibt einmal halt diese normalen Yu-Gi-Spieler, die halt ganz normal Karten spielen, die nur gewinnen wollen oder Spaß haben wollen. Dann gibt es diese Funsch. Just for Fun Sammler, die sammeln irgendwas, jedenfalls gute Karten, Rolo, und machen die Mappe voll damit. Und es gibt die Raritätenjäger, die halt von einer Karte zum Beispiel 30 Stück, zum Beispiel Rolo-Karten, zum Beispiel Chaos und Poor Dragon, sagen wir mal, und halt was weiß ich, irgendwelche Karten 30 Mal, Chaos and Power Dragon 30 Mal in der Mappe haben. So, ich nenne die einfach die Raritätenjäger, die halt so oft haben wollen wie möglich. Halt eine Karte. Oder Sarkophag, Goldwehr oder Ziegwehr oder
die Götterkarten 100 Mal in der Mappe haben, das nenne ich dann halt Raritätenjäger. Oder Exodia komplett so oft wie möglich in der Mappe zu haben. Und dann gibt es einfach einmal diese Seriensammler, wie ich halt, die genau hier gucken, aus welcher Serie die kommen, und dann ordne ich die genau da ein, wo sie reingehören. Halt, ich kreuze die ja an, das habe ich alles rausrecherchiert. Alles, was gibt es, zum Beispiel Timboxen, Spezialboxen, Deluxeboxen, Booster und Booster Packs und Turnierkarten, Liga, Terminen und alles ist sortiert, das kann ich euch demnächst nochmal zeigen oder im letzten Yu-Gi-Oh! Video vom letzten Samstag, da habe ich es auch nochmal ein bisschen erklärt, alles werde ich euch nochmal genauer zeigen. So, was haben wir denn hier? Ja, Seriensammler bin ich, mindestens von jeder Karte einmal mindestens haben und dann genau da einsortieren, wo sie auch dann reingehört in meinen Ordner. Das kann ich euch demnächst zeigen, da bin ich nochmal in Sortieren und recherchieren noch ein bisschen. Das kann noch ein wenig dauern. Was haben wir hier? PRC1. Ja, awesome. Aber das ist die falsche Karte, die ich bekommen habe. Oder zusätzlich. Weil das erste Edition ist. Ich wollte eigentlich nicht genau... Ja, da ist schon wieder das Problem. Oder? Ja, ich glaube, das ist das Problem. Die kennen sich nicht genau damit aus. Ich habe jetzt... die Karten bekommen aus dem Booster, aber nicht die Spezial. Ja, die habe ich nicht bekommen. Das ist blöd. Und hier ist auch schon wieder eine, glaube ich. PGL3, 73 aus dem Booster schon wieder. Aber die wollte ich gar nicht haben. Hier auch schon wieder aus dem Booster. ZTIN. Sehr kompliziert. Ja. Erste Auflage schon wieder. Limited Edition, das kommt genau aus denen, was ich haben wollte. Die sieht sehr gut aus. Wow. Die sieht ziemlich gut aus. Ist das nicht... Oh, die Sterne sind ein bisschen verrutscht. Das ganze Bild ein bisschen... Wow, krass. War sehr nice. So, was haben wir hier? Ah, ja, die kommt auch aus der Box. Ja, die auch. Sehr schön. ZTIN, genau. Was haben wir hier? PRC1, auch schon wieder aus dem Booster. Das sollte, glaube ich, nicht so sein. Ich bekomme... Ah, manche Menschen kennen sich gar nicht aus. Die denken, die wollen halt die Karten haben, die sie brauchen, aber für Stack. Aber ich brauche die halt aus der Seriennummer. Das ist ein bisschen falsch, Leute. Ich habe jetzt eine komplette Serie bestellt. Oh, das ist kompliziert. Ja, manche auf der Seite, wo ich die mir bestelle, die kennen sich überhaupt gar nicht aus damit. Erste Edition, da sieht man schon, dass sie aus dem Brüssel kommt. Sehr, sehr kompliziert. Wow, was haben wir denn hier? Wow, Pegasus. Wow, krass. Meteor-B-Drachen. Ah, ja, nice. Das Pferd sieht aber schön aus. Nachher kontrolliere ich die nochmal, ob die wirklich Top-Zustand sind, die ganzen Karten. So, Meteor-B-Drachen ist einer meiner Lieblingskarten. So, was haben wir hier? PRC1. Auch sehr schön, die Karte. Wow, sehr schöne mit dabei, aber halt, die kommen alle aus dem Booster. Oder? Dann gucke ich hier falsch. Das werde ich beim nächsten Mal dann sehen, wenn ich die einordne. Ja, nice. Sehr schön. Was haben wir hier noch? So, Meteor-B-Drachen. Da haben wir jetzt nur eine Karte. Gut, die sieht auch fabelhaft aus. Sehr nice. Gut. So, hier nochmal eine. Das ist Müll. Das war zusätzlich dabei, glaube ich. So. Gut. Ja, das ist auch schon wieder aus dem Booster. CTIN. Deutsch, aus dem Booster, naja, wie auch immer. So, das waren meine Karten, die ich jetzt bestellt habe. Eine ganze Menge, was wir haben heute. Und beim nächsten Mal zeige ich euch dann, ja, wie es weitergeht. Zeigen wir euch halt meine Liste, wie ich dann halt meine Karten sortiere, ankreuze und welche ich habe, welche Serien es gibt und so. Und einmal ein Display. Ich habe mir zwei Displays
bestellt. Eins mache ich beim nächsten Mal auf und das andere dann darauf. Ja. So, das war's, meine lieben Freunde. Ich hoffe, euch hat's so ein bisschen gefallen, meine kleine Kartensammlung, die ich immer bestelle. Und beim nächsten Mal schauen wir mal weiter, was wir so kaufen, bestellen und euch zeigen. Ja, wie auch immer. Wir sehen uns, haut rein, macht's gut und ciao.